Leute, was ist denn hier los mit der Map? Vielleicht habt ihr den Post von Hypex gestern gesehen auf Twitter. Es war gestern Nachmittag, um genau zu sein. Und hier können wir die Map in allen 6 Stages sehen, wie sie sich verändert. Also ich glaube, den Status Quo hier ganz links oben, den kennen wir schon. Und so wird es dann immer weitergehen. Die große Veränderung ist zum einen, dass der Schneebereich immer kleiner wird. Also das Schnee schmilzt oder das Eis viel mehr schmilzt. Und hier könntest du das auch schon gut erkennen. Also hier grenzt es direkt, sage ich mal, in diesen kleinen Wüstenbereich an. Es geht dann immer weiter hier unten. Hier wird es dann auch schon auf der linken Seite grün. Also hier hast du schon so ein Gap zwischen Wüste und dem Eis, dass diese grüne Fläche wird dann immer größer. Hier unten Greasy Grove ist dann auch schon komplett im grünen Bereich und so zieht sich das immer weiter über die Map und es wird immer weniger Schnee und ihr seht hier oben in den Bergen habt ihr das dann noch so ein bisschen, aber im Prinzip ist da fast nichts mehr da. Was ich eigentlich schade finde, ich finde den Schnee aktuell ganz cool, aber okay, auch damit kann man dann leben. Eine andere Veränderung, die mir hier auch aufgefallen ist, ist, dass hier dieser Bereich entsteht. Ich hoffe, ihr könnt das mit der Maus hier so ein bisschen sehen, dass hier dieser Bereich entsteht, wo ja, später eine Stadt entsteht. Und welche Stadt sollte das wohl auch anderes sein als, und das habe ich euch auch nochmal aufgemacht, Tilted Towers. Ja, wenn wir das jetzt vergleichen, also dieser Bereich, wo ist das hier oben mit dem Schnee, merken wir uns so ein bisschen, das ist so ein geleaktes Bild hier unten in die Wüste. Das wurde hier jetzt quasi so ein bisschen rein operiert, damit man das da ganz gut erkennen kann. Und wir können mal ganz kurz switchen in die letzte Map und zwar in ein bisschen größer. Man kann also deutlich erkennen, hier seht ihr diesen See, ne? Den kennt ihr ja mit der kleinen Insel in der Mitte. Und dann, wenn ich jetzt das andere Bild wieder anklicke, zack, dann ist das genau das. Also hier wird auf jeden Fall die neue Stadt oder die alte Stadt, muss man ja sagen, wieder auftauchen und die ist aktuell noch so ein bisschen begraben unter diesem ganzen Zeug. Ich weiß nicht, was das dann ist. Das ist so auch so was Dunkles wie beim Daily Bugle oben, irgend so ein Vulkan oder irgendwas kalter Stein. Ich weiß nicht, was das ist, aber am Ende des Tages soll da hinter dann Tilted Towers auftauchen. Und zwar, wann geht es los? Das Ganze funktioniert jetzt schon bald. Also im 7. Januar soll die ganze Aktion starten. Am 7. Januar fängt an, das Eis zu schmelzen. Und dann sollten wir nach wenigen Stages, 6 sind es insgesamt, wieder die alte Map bekommen. Ob die das dann mit einem Event feiern oder so, das weiß ich nicht. Aber das ist das, was passiert. Das ist das, was auf uns zukommt. Und das bedeutet, auch im Januar sollten wir dann unser Tilted Towers Location bekommen. Auf die ja wirklich einige super scharf sind. Also das nochmal ganz kurz als kleines Update zu der Map, wie sie sich verändert. Finde ich ganz cool, ganz spannend, die Situation auch, dass das Eis so ein bisschen schmilzt, dass die Map auch so ein bisschen ja auch reaktiv ist, also dann mit der Zeit geht. Finde ich spannend. Für mich könnte dann noch mehr passieren. Also es könnte auch ein Vulkanausbruch noch kommen, ein Erdbeben wäre cool oder dass sich dann der Wüstenbereich nochmal ausbreitet. Keine Ahnung. Also kann man ja immer so ein bisschen reagieren auf das, was tatsächlich auch in der Welt los ist. Fände ich sehr spannend. Okay, kleines Update nur für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Analysieren auf Twitter und ansonsten hören wir uns bald im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.